Antenne Niedersachsen. Helden des Alltags. Ich bin heute in Walkenried, genauer gesagt im evangelischen Gemeindehaus, denn hier gibt es einen Mittagstisch, zu dem jeder eingeladen ist. Organisiert wird das Ganze alle 14 Tage von Sieglinde Hausecker. Frau Hausecker, was soll denn dieser ganze Mittagstisch eigentlich sein, außer dass man da gut essen kann? Die Anregung kam eigentlich aus der Bibel. Da geht es oft um Tischgemeinschaft, wenn Jesus mit Leuten zusammen ist. Und wir wollen, dass Kirche nicht nur im Gottesdienst stattfindet, sondern auch noch anders stattfinden kann. Und das machen wir jetzt seit 4,5 Jahren. Bei uns geht es ja eigentlich nicht nur ums gute Essen, sondern vor allen Dingen ums Danke sagen. Bei wem wollen Sie sich denn heute bedanken? Bei denen, die diese Mahlzeit möglich machen, alle 14 Tage, nämlich zwei Küchenteams mit jeweils 9 Menschen, die sich vorher Gedanken machen, welches Menü soll es denn geben, die vorher einkaufen, die sich dann am Tag selber frühmorgens schon treffen, zubereiten, nachmittags wieder abspülen und so also ganze Arbeitstage hier verbringen. Und die müssen ganz dringende Dankeschön kriegen. Sie eröffnen ja jede Mahlzeit. Heute machen wir das mal zusammen. Dann lassen Sie uns mal losgehen. Jo, dann hier lang. Heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Herzlich willkommen zur Mahlzeit. Besonders natürlich, weil wir Besuch haben, aber auch, weil wir heute die 100. Mahlzeit haben schon. Und ich freue mich, dass unser Saal wieder ganz voll ist und herzlich willkommen. Und genau darum ist es nicht wie sonst, dass nur die Frau Hausecker heute die Begrüßung macht, sondern sie hat Antenne Niedersachsen mitgebracht. Denn Frau Hausecker hat sich bei uns gemeldet und gesagt, es gibt bei uns Leute, die richtig, richtig viel für andere machen und denen soll Danke gesagt werden. Und darum, stellvertretend, müsste ich jetzt einmal wissen, wer ist Angelika Eggert und wer ist Renate Rennert? Renner. Auf geht's. Kommen Sie zu uns. Und Angelika Eggert. Sie sind in dieser Woche nämlich unsere Helden des Alltags, stellvertretend für Sie alle als Kochteam der Mahlzeit. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin ganz überrascht. Ja, warum war Ihnen das denn wichtig, heute mal Danke zu sagen? Unsere Kochteams, die leisten seit 4,5 Jahren Hervorragendes. Die machen es möglich, dass wir so viele Gäste einladen, ohne zu wissen, wer kommt. Die kochen für 30, 40, 50, 60, 70 Menschen. Decken wunderschön, sodass wir eine Festmahlzeit bieten und Menschen sich hier bei uns treffen können, miteinander Tischgemeinschaft haben. Warum ist es Ihnen denn so wichtig, sich hier einzubringen? Ja, weiß ich nicht, weil ich viel Zeit habe und ich gerne unter Leuten bin und wir ein tolles Team sind. Wie geht's Ihnen dabei? Wunderbar. Also, ich habe sehr viel Spaß und es macht unheimlich viel Freude, wenn man sieht, was man geschafft hat, was man getan hat. Ihr seht, helfen ist eine ganz tolle Sache, also seid doch auch dabei bei Helden des Alltags. Niedersachsens Helden des Alltags. Kennt ihr auch einen, dessen Geschichte unbedingt ins Radio gehört? Schreibt uns studio@antenne.com. Antenne Niedersachsen. Zusammen sind wir Niedersachsen.